Ja, moin Leute. Ihr seht, es regnet. Ich wollte euch heute eigentlich in epischer Breite hier das Auto vorstellen. Aber bei dem Wetter ist das echt doof, weil es regnet doll und es macht keinen Spaß, hier ein Auto zu zeigen. Ja, heißt also, wir fahren, ich will nach die Nordsee. Dementsprechend fahren wir da auch hin und vielleicht ergibt sich da ja auch tatsächlich die Möglichkeit, euch kurz einmal, um das dann vielleicht dreckige Auto zu führen. Versuch macht klug. Oh, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Jo, das haben wir geschafft. Navigation Husum, Schlossstraße 14. Gute Fahrt. Danke. So, das Gute ist, es werden tatsächlich drei Routen gezeigt. Ich würde tatsächlich auch eine davon nehmen. Und zwar nicht die, die wir im Tesla immer vorgeschlagen wird. Nein, was heißt vorgeschlagen? Vorgeschrieben, es gibt ja nur einen. Es gibt ja keine Alternativrouten im Tesla. Also nehme ich die tatsächlich. Was mir jetzt hier an dem Navi, man sieht es eigentlich ganz gut, nicht so richtig, richtig gut gefällt, ist die Auflösung hier. Ich finde, es ist so ein bisschen TomTom aus früherer Zeit. Es ist nicht so richtig, also ich stehe so auf dieses Google Maps, auf diese Google Maps Grafik, muss ich leider sagen. Und das ist natürlich jetzt hier ein bisschen schwierig. Mir fehlt da so ein bisschen die Übersicht, also das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also wenn man Google Maps gewohnt ist, ich navigiere eigentlich grundsätzlich mit Google Maps, notfalls auch übers Telefon, dann ist diese Ansicht hier so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man veraltet sagen kann. Sicherlich kommen viele mit euch damit gut klar oder finden es auch klar. Für mich ist es nur ein bisschen oldschool irgendwie. Genau, das ist momentan so ein bisschen, aber ansonsten scheint das ganz gut zu funktionieren. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, schon in dem Nachtfahrvideo, ich hatte ja einen ziemlichen Bug hier im Auto und zwar ist hier dieses gesamte Display ausgefallen. Es war komplett schwarz, ich konnte ja eigentlich einen Tag lang gar nichts drehen, weil ich gar nichts machen konnte. Ich konnte keine Temperatur einstellen. Das fuhr immer hoch, so vom Geräusch, und ging wieder und fuhr wieder hoch und wieder runter. Ja, und das Einzige, was dann mir geholfen hat, war tatsächlich, den Wagen abzuschließen und wirklich 10 Stunden stehen zu lassen. Also keine Ahnung, wie viele Stunden davon jetzt gut waren, aber Fakt ist, nach dieser Standzeit kamen nach und nach die Funktionen wieder. Zuerst kam die Temperatureinstellung wieder und dann kamen noch so ein paar andere Funktionen und seit gestern frühen Nachmittag ungefähr geht auch der Rest. Also keine Ahnung, was da los war. Als ich den Wagen vorher geholt hatte, war alles in Ordnung. Jetzt auf einmal von einer Sekunde auf die nächste ging nichts mehr, ohne dass irgendwas irgendwie besonders passiert ist. Naja. Jetzt funktioniert es und jetzt wollen wir gleich auch mal ein bisschen navigieren. Ihr seht, das Wetter ist irgendwas zwischen mäßig und ganz schlecht. Und ja, mal gucken, was der Verbrauch dazu sagt. Das schauen wir uns natürlich auch an bei der Gelegenheit. Was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist tatsächlich, wie man hier so durchs Budget kommt. Ich gehe immer wieder auf Home zurück. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das ist das, was ich jetzt so intuitiv gefunden habe. Genau, also wir liegen jetzt hier zwischen 15 und 17 Kilowattstunden, habe ich immer so verbraucht. Jetzt sind wir 18 Kilometer unterwegs und fahren jetzt auf die Autobahn Richtung A7. Ja. So, weiter geht's. Rote Ampel und auch endlich das abzuschleppende Fahrzeug weg. Ja, ich habe mir den Wagen hier von dem Nico Plickett ausgeliehen. Den kennt ihr bestimmt von seinem YouTube-Kanal gleichnamig. Er hat auch einen Elektroautoverleih, nämlich elektroerfahren.de. Guckt da gerne mal rein. Also er hat diverse Modelle.
im Portfolio Kona Model 3 kommt jetzt noch ein Model Y dazu. Ioniq 5 hat er neu da drin, diesen Skoda Enyaq EV80 und einen Taycan. Also wenn ihr da mal was ausleihen wollt, so wie ich es jetzt getan habe, um mal das ein oder andere Auto für unseren Familien- und Dienstwagenzweck zu ermitteln, weil die Hersteller geben einem ja nichts mehr, es ist ja nichts mehr da. Die haben ja nur noch ein Auto im Showroom und der Rest ist verkauft oder versprochen oder kaputt. Also ist ein Drama, neben der ewigen Lieferzeit jetzt auch noch das Drama, dass man noch nicht mal einen Vorführer kriegt oder nur sehr schwer oder nur für eine halbe Stunde. Und in einer halben Stunde kann ich in der Tat nicht über 60.000 Euro oder mehr entscheiden. Das ist leider so. Naja, und so hat Nico mir dieses Auto überlassen fürs Wochenende. Und ich kann das hier nach Herzenslust testen und habe mir natürlich gleich diesen Bug eingefangen. Ja, das war schon mal die erste Ernüchterung für den Skoda. Aber mittlerweile geht alles wieder und komischerweise, als ob nie was gewesen wäre. Also das ist schon ziemlich komisch alles. Ja, auf geht's Richtung Norden. Ich hoffe, dass der Regen hört gleich auf, dass wir mal anhalten können und ich euch mal das Auto zeigen kann. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, ich bin jetzt verbotenerweise runtergefahren, weil ich will mal gucken, hier sollen irgendwo neue Supercharger entstehen und die will ich mir mal angucken, ob man die schon sehen kann, beziehungsweise ob die jetzt tatsächlich irgendwo bei Dodenhof stehen. Beziehungsweise bei Dodenhof müsste auch noch ein Schnelllader sein. Das will ich mir mal angucken. Ja, hier seht ihr es. Hier ist ein 350 kW Schnelllader. Den gucke ich mir auf dem Weg doch mal an. Hier bin ich schon so oft dran vorbeigefahren. Das ist übrigens noch ein Vorteil von dem Google Navi. Man sieht natürlich in der Satellitenansicht, dass hier, was hier für Gebäude sind. Ich bin jetzt gerade hier an diesen hohen Bäumen vorbeigefahren auf der Autobahn und habe nicht gesehen, dass hier der Dodenhof ist, weil Kaltenkirchen hat mehrere Abfahrten. Und ja, wenn man das hier auf dem Satellitennavi schon verfolgen könnte, dann weiß man ja eben, ohne jetzt ein Navi-Ziel eingegeben zu haben, wo man runter muss. Also für mich ist es eine gute Orientierung, mit Satellitenansicht zu fahren. Wie fahrt ihr denn? Das würde mich mal interessieren. So, ja, jetzt denkst du, ich würde noch weiterfahren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hier der Schnelllader ist. Das interessiert mich. Hier sieht es nach Arbeit aus. Aha, was sehen meine entzündeten Augen? Gucken, ob ich euch das zeigen kann. Oh ja. Hohoho. Hier passiert Großes. Ja, Mäuschen, erstmal muss ich hier rechts. Und dann gucken, ob ich da gleich nochmal irgendwo rechts kann. So, willkommen bei Allego. So, hier ist aber nicht nur Allego, sondern, wie ihr seht, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, V3. Not too bad. 12 V3 Charger kommen hier hin, sind aber noch nicht online, wie es aussieht. Und jetzt guckt mal, was da steht. Da hat mir doch einer meinen Namen geklaut. Ja, Generation E Rocks, ja, das stimmt. Aber da muss ich wohl, da habe ich wohl. So ein Ärger. Gut, und jetzt seht ihr was ich auch nicht so richtig krass toll finde, ist die Auflösung der Kamera. Seht ihr, wie die verzerrt? Also das ist echt, bei so einem Trümmer hier ist eine gute Kamera eigentlich extrem wichtig, aber diese Kamera verzerrt ohne Ende. Je näher man rankommt, seht ihr das, umso schwieriger ist es, das wirklich, die Entfernung wirklich einzuschätzen, und das finde ich nicht so richtig cool. Ja, da steht also im Feld beobachten und bremsbereit sein, ja. Was ist jetzt hier los? Jetzt kann man da vielleicht auch noch ein bisschen was einstellen. Ne, kann man nicht.
Also so eine 360-Grad-Kamera ist schon cool, ne? Dass man einfach da mal sieht, was denn da nur Phase ist. Diese komischen Balken, da bringen mir eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Da bringt mir diese Ansicht schon mehr. Ja, wie ihr seht, hier sind die Bauarbeiten im vollen Gange. Erdarbeiten sind noch notwendig, Kabellage noch und die Dinger stehen schon hier. Und ich glaube, sie haben so ein bisschen neues Design, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier vorher schon so war. Dass dieses mattierte Aluminium, schick sind sie ja, da kann man ja nur wirklich nichts anderes sagen. Ja, also wie man sieht, zugänglich nur für Tesla-Fahrer während des Ladevorgangs. Da bin ich mal gespannt, wie lange dieses Schild da noch steht. Ja, 12 Stück. So wie es hier aussieht, mit Option auf mehr. Also ich glaube, hier kann auch noch gut erweitert werden. Also man sieht, es geht in Kaltenkirchen weiter. Tesla rüstet auf, also auch hier an der A7. Der nächste ist dann Richtung Norden in Busdorf. Das ist schon eine halbe Stunde vor der Grenze zu Dänemark. Also ist jetzt auch diese Lücke geschlossen. Ja. So viel erstmal für euch zur Info. Ich bin mal gespannt, ich komme hier öfter vorbei, dann werde ich mal den neuen Sachstand mitteilen. Und mal gucken, wann wir das erste Mal laden können. Aber so wie es aussieht hier, ist es nicht mehr lange hin. Hier sind wahrscheinlich nur noch die Anschlussarbeiten an der Trafostation notwendig. Bisschen Pflasterarbeiten, wie es aussieht. Ja, und dann kann das hier scharf gehen, ne? So sieht das aus. Gut, so viel dazu. Dann mache ich mal hier den Supercharger Außenreporter und sage bis bald. Ich melde mich, wenn es hier weitergeht. Bis bald, euer Frank vom Kanal Generation E. Tschüss.